Ich würde die so gern wieder aufnehmen. Ist doch kacke. Ich habe eine Wiege gebaut. Einem Aquarium. Adam, Daddy, da drüben. Einen Maulwurf hier. Einer meiner eigenen Leute hat Ryan Hinweise auf meine Aktivitäten gegeben. Und jetzt werde ich eingesperrt. Als Religionsgemeinschaft haben sie uns bloß überwacht, aber als politische Gemeinschaft wollen sie uns kreuzigen. Eine Ironie, die nur ein schwacher Trost ist. Und doch, Ryan wird es als Letzter einsehen, aber er hat das Volk schon nicht mehr hinter sich. Wo man mich auch hinschickt, Rapture wird mir folgen. Gut, ich verballere mal mein letztes Geschütz. Ich stelle es einfach mal dahin. Rosen und Sonnenschein. Da der Engel. Get my back here. Marshmallows. Ja, das sind Marshmallows, meine Kleine. Ließ Stanley es zu, dass Mutters Anhänger zu Tieren verkamen. Als bekannt wurde, dass sie bald zurückkommen würde, wusste er, sie würden ihm die Schuld geben. Also fand er einen Weg, sie alle zum Schweigen zu bringen. Und das will er jetzt vertuschen. Eine Nase für Neuigkeiten. Das war's. Jetzt bleibt der ganze alte Dreck unter dem Teppich und Lam wird nichts erfahren. Hey, komm zurück, ich hab die Bahn für dich entriegelt. Aber merk dir, wenn Lam dich erwischt, keinen Ton zu ihr. Delta, unser Interessenskonflikt scheint Eleanor zu belasten. Ihretwillen habe ich diesen Männern klargemacht, dass du nicht leiden sollst. Oh, das ist aber lieb von dir. Übernehme die volle Verantwortung für jegliche etwaige Verärgerung deinerseits, bevor du stirbst. Oh, yo, ich hab ja mal gar nichts. Doc Lam macht Dampfschiff. Komm zurück zur Bahnstation. Wir sollten abhauen. Ja.
Die Mädchen, die du vor Mutter gerettet hast, wollen dir danken, Vater. Sieh im Gatherer's Garden nach. GG, Gatherings Garden. Gatherings Garden wird mit GG abgekürzt, das sehe ich jetzt erst. Als GG. Großartig. Der rennt doch nicht weg. Auf zu richtig. Oh. Subject Delta. Ich weiß seit Jahren von Stanleys Verrat hier. Und ich hatte ihm vergeben. Aber er hat Eleanor in Gefahr gebracht und damit ist sein Schicksal besiegelt. Du siehst, es war Stanley, der dich an Ryan ausgeliefert hat. Er trägt die Schuld daran, was aus dir geworden ist. Die Sicherheitsstation ist jetzt offen. Du kannst deine Rachen nehmen. Gütiger Himmel! Lärm hat es gewusst? Und da sieht sie zu, wie ich mir einen abbreche? Oh Gott, komm, Kumpel, die Bahn ist bereit! Lass mich leben! Amigo! Amigo braucht Schrot. So, ich will unbedingt noch zu GG. Diesmal lebt Mutter nicht, Vater. Er hat sich wirklich angetan. Er hört nichts. So laut. Keine Ahnung, was die gesagt hat. Irgendwas mit diesmal Mutter nicht und so. So, fordernder Vater. Was gibt's denn da? Wenn deine kleinen Helfer beim Sammeln ständig unterbrochen werden, dann sag ihnen mit deinem fordernden Vater-Tunikum, dass sie sich beeilen sollen. Okay, das ist cool. Das ist sogar noch besser als stolze Eltern.
Kaufen wir mal Abfackeln 2. Nutze ich ja doch ein bisschen näher. Ein echter Kracher. Perfekt für eine Monsterexplosion. Hast du heutzutage, wo genetisch alles möglich ist, nicht auch den Eindruck, man hat nie genug Eve zur Hand? Mit Eve-Schoner wird dein Eve länger halten als je zuvor. Ach, ja, oder Ausrüstung. Fahr laut hinter jeder Ecke, geh als Scout weiter und attackiere deine Angreifer mit Plasmiden. Im Zweifelsfall ist der Scout überall. Mäh, gib mir wieder eins. Sie brauchen einen Freund? Verwenden Sie dieses Plasmid, um Gegner zu bezaubern. Achtung, nicht jede Freundschaft hält ewig. Täuschen Sie arglose Gegner und locken Sie sie in tödliche Hinterhalte. Huch, hab schon alle. Tatsächlich, Elektrobolt 2. Ja, den kaufe ich mir noch. Dann sind wir auch arm. Betäuben Sie Ihre Gegner länger. Ideal zur Erzeugung von Kettenblitzen. Der Wind, das himmlische Kind. Habe ich den jetzt alles? Alle abfackeln. Ja, auch Kommunikation nach. Irgendwie fehlt mir im zweiten Teil immer mehr Munition durchgehend. Schönes anders. In den Zug. Hier wären wir, Chef.
Endstation. Wenn ich mich nicht irre, benutzt Eleanors Mami Adam, um dem armen Mädchen sämtliche Gedanken und Erinnerungen Raptures einzutrichtern. Lam denkt, dadurch wird die Kleine zu einer Heiligen. Eleanor befindet sich in einem dunklen Raum unterhalb des Fontaine-Hauptquartiers. Und um dich am Leben zu erhalten, müssen wir uns da reinschleichen und sie finden. Es willst du. Nicht in Fontaines Retreat. Wir sind jetzt hier aber nicht im letzten Gebiet, oder? Das klingt so endgültig gerade. Also so. Das ist jetzt das letzte Gebiet. So klang das gerade. Please hurry, Eddie. Bist du ein Meisterforscher? Mach mit Schadensforschung das Beste aus deinen eigenen freigeschalteten Bonis. Was ist das für eine Kamera? 9. Oktober 1967. Hallo. Mein Name ist Gilbert Alexander. Und in weniger als einer Woche werde ich im klinischen Sinne geisteskrank sein. Ich mache diese Aufnahme noch vorher. Als letzten Versuch, Menschen, für die ich vielleicht eine Bedrohung sein werde, zu helfen, mich auszuschalten. Meine nächste Aufnahme wartet hinter dem Sicherheitscheckpoint auf Sie. Der Bioscan stellt sicher, dass Sie psychisch normal genug sind, um diese Aufnahme überhaupt zu brauchen. Gil Alexander. Wenn ich mich recht erinnere, war er von Anfang an der Entwicklung der Big Daddies beteiligt. Sehr wahrscheinlich, dass er was mit dir und Eleanor zu tun hatte, mein Junge. Irgendwo noch was? Liegen hier noch Dinge? Adam. Adam ran. Sieht ein bisschen aus wie ein Fisch. Das wunderbare genetische Elixier Raptures. Adam besitzt die Fähigkeit, den genetischen Code eines Menschen von Grund auf umzuschreiben. Wird es mit einem Plasmid geprägt, kann Adam alles bewirken. Von Veränderungen des Aussehens einer Person bis hin zur Verleihung unglaublicher Kräfte, wie das Schießen von Feuer aus den Fingerspitzen oder die Unsichtbarkeit des eigenen Körpers. Einige Jahre nach der Gründung von Rapture entdeckte Dr. Tannenbaum das Potenzial von Adam. Die Substanz wird von einer bis dato unbekannten Meeresschneckenart ausgeschieden, dann in eine verwendbare Form umgewandelt und in den menschlichen Körper injiziert.
Jeder in Rapture begann Adam zu nehmen, um sich zu verbessern, wodurch es zur wertvollsten Handelsware der Stadt wurde. Wenn jemand, der auf Adam gespliced ist, seine Versorgung nicht aufrechterhalten kann, fallen Körper und Geist auseinander. Das Verlangen nach Adam wird immer größer und schließlich verwandelt sich die Person in einen sogenannten Splicer, der an nichts anderes als an den nächsten Schuss denken kann. Also Drogenabhängige, kurz gesagt.